In Duisburg ereignen sich pro Jahr rund 5.300 Raubüberfälle. Soeben sind Angestellte einer Trabrennbahn überfallen worden. Die beiden maskierten Täter versuchen gerade vom Gelände zu fliehen, als Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Stefan Novell das Gelände erreichen. Oh, hier, da steht schon jemand. Die kriegen mal. Wo ist er denn? Ah! Hey, stehen bleiben! Wir fahren weiter. Den hätte ich. Hätte ich in der kurzen Hose geholt. Hier, Mensch. Ach. Da sind sie. Hast du die Schusswaffe durchgeladen? Ja. Gut, ciao. Muss ich versuchen. Jetzt, Pete. Die Polizisten müssen damit rechnen, dass die beiden Täter schwer bewaffnet sind und jederzeit von ihren Schusswaffen Gebrauch machen. Mach dich her! Scheiße! Stefan! Polizeikommissar Stefan Novell wurde angeschossen und leicht verletzt. Der bewaffnete Täter ist jedoch flüchtig. Die Beamten veranlassen eine sofortige Fahndung nach dem maskierten Räuber. So, ist nichts durch? Nee, die Weste hat's abgehalten. Ja, hier ist hier das Blech. Hier im vorliegenden Fall, das war eine ganz neue Situation für mich, dass ich hier angeschossen wurde. Also bisher wurde ich in meiner Karriere bei der Polizei glücklicherweise noch nie angeschossen. Der 1129 von Egon, kommen. Ja, hört dich. Für euch zur Info, das abgefragte Kennzeichen ist als gestohlen gemeldet. Ja, danke, das haben wir erstmal so mit. Bei der Befragung der beiden überfallenen Angestellten hoffen die Ermittler, konkrete Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv zu erhalten. So, jetzt erzählen Sie mal, können Sie mir irgendwie hier einen Tathergang nennen? Was ist denn jetzt hier genau passiert? Also, wir arbeiten ja beide an der Trabrennbahn. Ja. Und das war ein Tag wie jeder andere. Schönes Wetter, nette Kunden. Und dann plötzlich stürmen diese zwei maskierten Typen da rein, halten da noch die Waffe. Mir noch die Klache am Kopf halt und ich wusste auch nicht mehr, wovon. Sie sind ja auch verletzt. Ja. Haben Sie eine kassiert, oder? Ja, ich wollte noch hinterher rennen. Er ist doch hinterher gerannt. Ja. Ich meine, das war doch nur Geld. Du hast dich so in Lebensgefahr begeben. Ey, das ist irre. Aber es passiert auch viel zu oft halt. Das habe ich jetzt davon halt. Ja, auf jeden Fall. Die haben das Geld halt verlangt. Ich habe dann gedacht, stummer Alarm. Irgendwie habe ich auf den Knopf noch schnell gedrückt. Okay. Ein stummer Alarm ist ein Alarm, der eben für den Verursacher nicht hörend sichtbar ist. Er wird dann ausgelöst, wenn eben Situationen sind, wo der Täter das nicht mitbekommen soll, schlägt bei uns auf der Dienststelle auf. Wir werden uns dann eben mit einer stillen Anfahrt an den Unfallort oder an den Einsatzort begeben, um uns eben nicht vorher erkennbar zu machen. Ansonsten irgendwelche Auffälligkeiten, was jetzt nicht so alltäglich war? Auffällig, dass sie sehr nervös waren, also wirklten so wie Dilettanten. Es hat auch nur einer geredet, der mir halt eben die Knarre in den Kopf gehalten hat. Der Rädelsführer. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch in den Geldbeutel habe ich noch diese Sicherheitsfarbkassette getan. So eine Farbbombe ist meistens selbst getarnt, unter einem Geldbündel untergemischt. Und das ist im Prinzip so eingestellt, dass sobald man eigentlich eine gewisse Zeit mit dem Geld irgendwo verbringt, dass diese Fahrbombe selbst auslöst. Oh, da haben sie auf jeden Fall erstmal alles richtig gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Was noch wichtig ist, wir hatten zwei Tageseinnahmen drin. Zwei Tageseinnahmen? Ja, gestern waren die beiden Security-Menschen, die kamen nicht. Ja. Und dann war halt das Doppelte. Also von gestern auch noch echt? Die ganzen Einnahmen okay. drin. Ja. Und ist das unüblich? Das ist unüblich, weil die werden ja jeden Tag abgeholt. Ja. Und die hatten sich gestern kurzfristig einfach krank gemeldet oder beziehungsweise zwei Saal haben gesagt, nee, wir kommen nicht. Ach so. Okay. Und dann, wie gesagt, irgendwo hier müssen die das wissen. Die Polizisten vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen der fehlenden Abholung und dem Überfall besteht. Der Verdacht erhärtet sich, als die Identität des verletzten Täters ins Familienumfeld der Angestellten führt. Jetzt erzählen Sie mal mir ganz ruhig, wer ist denn diese Person? Das ist mein Neffe. Das ist Ihr Neffe? Okay. Ich weiß, wie mein eigener Sohn. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Wer ist denn das? Familienname? Braun. Braun, Bastian Braun. Das ist der Sohn meiner Schwester, aber die sind alle verstorben. Ah, ja. Egon, ich benötige eine Person in der Fahndung. Die Abfrage wäre der Bastian Braun. Der Neffe der geschädigten Angestellten ist polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Die Beamten gehen davon aus, dass er aufgrund der familiären Beziehung von der hohen Geldsumme wusste.
Hast du bei ihm irgendwelche Tatmittel schon sichergestellt? Ja, die Waffe habe ich im Fußraum gefunden. Ja. Die liegt im Fahrzeugraum bei uns jetzt. Ich habe sie sichergestellt. Okay. Und halt die Ausweispapiere. Weiter bin ich hier noch nicht. Also er ist auch nicht ansprechbar oder sonst gar irgendwas? Nichts. Also bis jetzt nicht. Die sind noch am Hantieren. Die haben mit 3 Mann den jetzt aus dem Auto rausgeholt. Ja, ja, klar. Jetzt müssen wir mal warten, wie weit sie den dann wieder herkriegen. Ne? Ja, gut, kann man nichts machen. Also außer eine Kopfverletzung habe ich auch nichts gefunden. Das ist alles voll diesem blauen Zeug da gewesen. Ja, ja, gut, das war wahrscheinlich hier eine Farbexplosion. Ja. Von, die Dame hat mir auch schon direkt gesagt, sie hat eine Farbbombe mit hier ins Paket gepackt. Ja. Also wir haben dementsprechend das Geld entwendet dann wahrscheinlich. Also ganz so unbeschriebenes Blatt ist er dann doch nicht, wie Sie ihn halten, gell? Warum nicht? Ja, weil er hier im Fahrzeug sitzt mit einer Waffe. Ich schau mir mal den Wagen durch, ne? Ja. Ich komme gleich zu dir rüber. Ich würde jetzt mal ganz kurz beim Kollegen mit Nachschau halten. Wie fühlen Sie sich allgemein? Sollen wir mal allgemein zum Rettungswagen rübergehen, dass Sie auch mal nach dem Kreis schauen? Kommen Sie doch einfach kurz rüber. Ich bin so unterschraubt, ich hatte noch nie einen Schock. Ich weiß nicht, ich verstehe es wirklich. Ja. Aber bei Ihnen geht es so vom Laufen, nicht, dass Sie mich hier noch zusammenklappen. Nur ich bin ganz sportlich. Also sagen Sie es. Ja. Warten Sie mal ganz kurz. Was ist hier? Letzte Warnung, Bastian. Kohle her bis heute Nachmittag. Sonst geht das Ding mit deiner Familie an den Kragen. Okay. Das Geld habe ich auch gefunden, ne? Hast du auch gefunden? Ja, ja. Haben Sie das gerade gelesen? Stella, meine Tochter. Ja. Meine Tochter ist in Gefahr. Das ist meinen Sie, dass sie in Gefahr ist, oder was? Absolut unbrauchbar. Das stand doch, das ist meine Tochter, das stand doch, weil ich bin ja die Familie von Bastian. Ich bin wie seine Mutter und ich bin ja die Einzige, die er noch hat. Die Geschädigte hat sich um ihren Neffen gekümmert, als dessen Eltern ums Leben kamen. Ihre Familie könnte in Gefahr sein. Ein Anruf in der Schule der Tochter bestätigt das. Hallo Frau Neusel, ich möchte ganz schnell gerne meine Tochter, die Stella, sprechen. Ist das möglich? Ich bin ein wenig irritiert. Stella hat sich heute nämlich krank gemeldet. Sie hat den Unterricht früher verlassen, weil es ihr nicht gut ging. Und sie wollte sie anrufen, dass sie sie abholt. Oh mein Gott! Gehen Sie mal bitte so ein Stückchen zum Rettungswagen. Nicht, dass Sie uns hier jetzt gleich zusammenklappen. Stefan. Was haben wir hier? Gucken Sie gerade mal bitte bei ihr so ein bisschen. Ich glaube, sie hat so ein bisschen im Kreislauf. Hast du gehört, ja? Ich verständige jetzt schon mal direkt die Kripo. Ja, ja. Und auch eine Fahndung rausgeben nach der Tochter? Ja, ja, genau. Ja. Wir befragen sie mal noch ganz kurz. Seit wann ist sie nicht mehr da? Hören Sie mir mal ganz kurz zu. Ich brauche jetzt schnellstmöglichen Ermittlungsansatz. Ich verständige nämlich jetzt gleich die Kriminalpolizei noch für uns. Haben Sie irgendwas? Wo geht Ihre Tochter normal hin? Wo ist sie aufhältig? Irgendwelche Merkmale? Also, sie hat sich also abgemeldet. Ich kann Ihnen gleich ein Foto zeigen. Ja. Aber sie kommt immer direkt zu Hause, weil wir sind wie beste Freundinnen und wir machen alles zusammen. Also es geht hier jetzt um Minuten. Zeigen Sie mir mal direkt ein Foto von ihr, was in die Fahndung geben kann. Und ein Ermittlungsansatz, was uns helfen würde, wo es vielleicht aufhältig ist. Die Beamten fordern die Kripo zur Verstärkung an. Sie haben den dringenden Verdacht, dass das Verschwinden der Tochter mit dem Drohbrief zusammenhängt. Über eine Ortungs-App auf dem Handy der Mutter gelingt es den Ermittlern, den Aufenthaltsort des Mädchens ausfindig zu machen. Verbringen Sie jetzt erstmal einen Streifenwagen. Sie sollen hier kurz warten. Dann, wenn die Kripo kommt, fahren wir direkt los. Schau mal hier. Ja. Siehst du hier? Das ganze Geld und alles. Ja. Ja. Das soll auf jeden Fall gleich mal die Kriminalpolizei sicherstellen hier vor Ort. Nee, ich nehme das erstmal so. Oder nimm's mit. Nimm's mit. Wir bleiben ja so noch hier, bis die Kripo kommt. Ja, ja, ja. Der Verdacht der Erpressung und Bedrohung erhärtet sich plötzlich, als die Kriminalhauptkommissare Frank Steffens und Klaus Schäfer die Tochter auf einer abgelegenen Brücke orten. Sie wird gerade von einem Jugendlichen massiv körperlich angegangen. Hey, Polizei! Was macht ihr hier für Mist? Hey. Wie geht's? Lass ihn mal. Okay. Ja. Du kommst auch mit. Komm jetzt. Wir reißen sie. Da wieder zurück. Komm hier hin. Da wieder zurück. Was soll das? Da wieder zurück. Komm hier hin. Wer bist du denn hier? Keine Faxen. Hallo. So, du bleibst jetzt mal hier, ja? So, dreh dich mal um. Ich hab auch Rechte. Komm locker, ja. So, wer bist du denn hier? Rico Schütte. Und? Was machst du denn? Drehen um Kardinal. Und ich steh doch. Einmal hier. Ganz ruhig. Sie. Ist eine Mutprobe. Eine Mutprobe, immer so zu wirken. Sag mal, geh da unten, ja, keine Bewegung. Sonst bist du gleich schnell am Boden, als du gucken kannst. Machst du halt öfter solche Spielchen? Nee, nicht wirklich.
Ja, also ich habe kein Verständnis dafür, wenn Kinder, egal welcher Art, oder Jugendliche solcherlei Mutproben machen. Weil diese Sachen können lebensgefährlich werden. Das kann man im ersten Moment überhaupt nicht abschätzen. Es können Rippen gebrochen werden. Rippen können in die Lunge stoßen. Sie können gar nicht mehr wach werden unter Umständen, wenn der Kreislauf versagt. Und dann stehen sie da und rennen vielleicht noch weg. Und dem Opfer kann nicht geholfen werden. Kann ich nur generell von abraten. Stella, deine Mutter ist heute überfallen worden. Auf der Trabrennbahn. Mit maskierten Männern, mit Schusswaffengebrauch. Ein Kollege ist angeschossen worden. Hast du irgendwas erlebt? Nein, gar nichts. Ist dir nichts passiert? Weißt du irgendwas? Deine Mutter hat jemanden erkannt. Deine Mutter hat jemanden erkannt. Und zwar ein Basti Braun. Stell dir vor, Basti. Basti? Er kam mit der Pistole. Aber Basti ist doch gar nicht so. Basti war für mich immer wie ein großer Bruder. Was weißt du von Basti? Ich weiß nur, naja, ich habe ja jetzt nicht mehr wirklich so viel Kontakt zu dem, weil er ja ausgezogen ist bei uns. Ja. Aber was ich weiß, er ist ja mit seiner Freundin Inka zusammen. Das ist so eine Edel. Mit Inka? Heißt du die zusammen? Und wie heißt Inka mit Nachnamen? Rosbach. Rosbach oder so. Rosbach. Wo kommt die her? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Wie alt ist sie denn? Weiß ich auch nicht. 18 ist sie, glaube ich. So irgendwie. 18 Jahre. Kommt die hier aus Duisburg? Köln. Die ist umgezogen. Die wohnt jetzt in Duisburg. Okay. Ich habe den Basti da auch mal abgeliefert. Also die Straße kann ich Ihnen nicht nahe. Kannst du mir was Funkgerät geben? Danke sehr. Egon von 3216. Bei der Personenüberprüfung stellt sich heraus, dass die Freundin des Neffen und verwandten Täters vorbestraft ist. Die Beamten vermuten, dass sie als Komplizin in den Überfall verwickelt sein könnte. So, also die Inka Rossboss ist hier in Duisburg nicht gemeldet. Aber wenn du sagst, sie ist wieder mit ihrem Freund zusammen, mit dem Basti, wo wohnt Basti denn? Ich kann Ihnen die Straße jetzt gleich zeigen, wo die Inka wohnt. Also ja? Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber so dieses Viertel und das Haus erkenne ich bestimmt wieder. Okay, dann fahren wir da gleich eben rüber. Den jungen Mann hätte ich ganz gerne noch mal gesprochen. Ja. Hast du den Ausweis dabei? Ja. Hast du seine Hände mal angeguckt? Ja, ist ein bisschen hier so komisch weiß. Er hat aber nichts drauf. Was nee, ist keine Farbe. Kommt der für den Raubüberfall in Frage? Was für ein Raubüberfall? Frau Böhm, können Sie sich den Herrn mal so angucken? Könnte der von der Physiognomie hinkommen als zweiter Täter? Kann er mal sprechen vielleicht? Kannst du mal irgendwas sagen? Sag mal was. Ich heiße Rico Schütte. Und dann mal Überfall. Ich habe keinen Überfall gemacht. Nee, das ist eine Kinderstimme. Die Kriminalbeamten melden die Jugendlichen der Leitstelle. Sie müssen nun herausfinden, ob die Freundin des Neffen von der Tat wusste und den Aufenthaltsort des flüchtigen Täters kennt. Ist das die Inka? Ja, ich glaube, ja, das ist Inka. Der Basti hat ja im Grunde genommen, ist der Fahrer gewesen von dem Fahrzeug, womit die geflüchtet sind nach dem Raub. Und jede Person, die jetzt in den engeren Kreis zu ihm hineingehört, kann uns eventuell Angaben dazu machen, warum er das getan hat. Denn es wurde ja ein Zettel gefunden, auf dem drauf stand, dass er im Grunde genommen bedroht worden ist. Man würde dann seiner Familie was antun. Jetzt ist die Frage, Familie haben wir hier gefunden. Das sind die einzigen, die im Grunde genommen zu seiner Familie noch gehören. Die sind jetzt in Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz ist der andere ja noch auf der Flucht. Um die Sicherheit der Tochter auch weiterhin zu gewährleisten, veranlassen die Ermittler, dass sie für einige Zeit bei Bekannten unterkommt. In der Wohnung der Freundin hoffen die Polizisten, handfeste Beweise zu finden, die auf ihre Mittäterschaft schließen lassen.